Bergen! Bindet die Harpunen los! Ja, und herzlich willkommen zurück bei Ironshaft Assassin's Creed Black Flag. So, wir starten mal ganz anders. Und zwar werdet ihr gleich sehen, warum. Bereit, Jungs? Wir haben ihn an der Leine, genau Sir! Deswegen. Festhalten! Wegen dem weißen Wal. Er färbt das ganze Meer rot! Guter Schuss, Captain! Treffer! Ich krieg Moby Dick! Hab ihn! Sehr gut! Sehr gut! Ich hab ihn verloren! Ich krieg Moby Dick. Wo steckst du, du Bastard? So, mal gucken, ob ich ihn jetzt noch bekomme. Da kommt er wieder! Eine Sticher, Captain! Findet es fest! So. Festhalten, eine Sticher, Captain! Jetzt noch 27. Guter Schuss, Captain! Ja! Ich will ja nur keinen vorbeiwerfen. Ach, Mist, genau. Was passiert? So! Na? Schnell, bevor er mit dem Schwanz schlägt! Er hat ja noch nicht mal gezogen! Erwischt! Er färbt das Vorsicht! Ist. Noch 21 haben wir. Der ist gefährlich! Rechts oder links kommt er? Da hinten. Okay. Er ist vor dem Backbordbug! Festhalten! Hab ihn. Er zieht an, Captain! Geschafft! Okay. Erwischt! Nein! Zu weit! Dort! Er färbt das ganze Meer rot! Achtung! Schwanzflosse! Der Spieß ist verletzt! Guter Schuss, Captain! Hab ihn! Erledig ihn, Sir! Er hat sich losgerissen! Noch 11 Schuss! Augen auf, Jungs! Puh, noch 11. Hier kommt er, hier kommt er. Keine Sticher, Captain! Sicher das Seil! Festhalten! Wir haben ihn an der Leine, Sir! Es geht los! Schießt es! Tor! Festhalten, Männer! Ich hab den weißen Mann erwischt. Ja. Ja. Ein echtes Monster! Ja. Ein echtes Monster. Feine Ausbeute, Sir. So. Wenn's aus der Spiele rutscht, hau einfach feste drauf, Junge. Okay, mehr brauchen wir nicht gucken. Der hat nur rum Zucker. Freiheit. Metall, 50, 200 Metall, Alles setzen Nein, und schafft zum Wind ausrichten! Weil ich wollte euch nur mal hier rasch das hier zeigen. Ja. Sollen die sich doch da hinten alle bekriegen, ist mir egal. Von Backbord, Sir! Dort drüben treibt ein Monster! Ja, Monsterwelle von Steuerbord! Okay. Nehmt die Rahn aus dem Wind! Nein, nicht! Nicht! Das Schiff hat sich rausgedreht. Die Hauptsegel in den Wind! Kacke! Verdammt, okay, dann mal weiter. Extra mich in die Welle reingedreht und was passiert? Genau das, was ich nicht wollte. Das Schiff dreht sich kurz vor dem Schluss nochmal. Mist. Na gut, ja, das wollte ich eigentlich euch nur mal rasch zeigen. Keine Ahnung, warum das rotes Gebiet jetzt ist. Ja, wir haben jetzt den weißen Wal erwischt. Er lebt endlich. Der ist mir vorhin nämlich schon durch die Lappen gegangen. Puh, bin ich ja froh, dass ich das jetzt geschafft habe. Und ja, wir schwimmen direkt zur Mission hin. Wie versprochen. So, keine Ahnung, wie lange das jetzt noch dauern wird. Oder wann das Game zu Ende ist eigentlich. So, uns fehlen ja insgesamt eigentlich noch 3 Assassinschlüssel. Fehlen uns noch sozusagen Assassinschlüssel, Templerschlüssel sozusagen, um die Rüstung drinne freizuschalten zu können. Da haben wir noch gar nichts bisher. Was fehlt uns noch? Den Maya-Tempel zu besuchen, um da die Steine einzusetzen. Das fehlt auch irgendwie ein wenig. Ja, ansonsten, was noch? Will ich gerade überlegen, eigentlich sonst gar nichts. Das, von unserem Mann, von Edward, die Unterkunft, die Residenz, sozusagen seine kleine Insel. Das Haus ist soweit ausgebaut. Da ist nichts mehr ausbauen zu möglich.
Ich habe auch alle Kunstgegenstände eingekauft. Was noch? Sonst eigentlich nichts mehr. Soweit. Bisher. Ja, bisher. Jetzt ist nichts mehr. Oh, no. Ach, warum nur Zucker und Rum? Kannst du nicht was Anständiges dabei haben wie Metall? Und du? Rum und Zucker. Ich will Metall. Das, was ich gerade aufgesammelt habe. Genau das. Guck mal, Schiffbrüchiger. Auf Steuerbord. Nehmen wir mit. Steuerbord ist auch nochmal gleich nochmal was. Bisschen Fracht. Nehmen wir auch mit. Stoff, ja, okay. Metall wäre mir immer noch lieber, gebe ich ehrlich zu. Ja, in der letzten Folge war es leider so, da ist ja Mary gestorben im Gefängnis. Das Kind haben die Templer, das Kind ist weg. Niemand weiß, wo es ist. Allerdings eine geborene Assassine. Aber wer weiß, ob die Templer wussten oder die Engländer wussten, dass Mary eine Assassine ist und nicht nur eine Piratin. Das ist so auch die Frage. Wussten die das? Rum und Zucker. Holz und Stoff. Alles unwichtige Sachen im Moment. Ich will nur Metall. Ja, und das Schiff fährt und fährt und fährt und Metall. Du bist mein nächstes Opfer. Tut mir leid, aber wir müssen das machen. Wir brauchen massiv Metall. Und so eine Seefahrt ohne Kapern. Ja, was soll denn das? Feuer! So. Kriegsschiff in Sicht! Sind bereit, Sir! Auf dein Zeichen, Cap! Bis die dort, Sir! Das wird zu versenken! Und Feuer! Da ist diese Schwachstelle! Feuer! Feuer! Da, Captain! Eine Salve genau da rein! Feuer! Ja, Hams. Wollen wir entern, Sir? Raus auf den Wind! So, hart drehen. Segel setzen, Bewegung! Was hast du? Du hast auch nochmal Metall. Der Hüpfe da gehört tief in die Hölle, ja, Liebe. Oh mein Gott. Oh Mist, vorbeigeschossen. Ah, macht nichts. Ernsthaft, Kenway? Blanco Carlos! So, du stirbst, Ich bin aus hier auf dem Schlachtfest. So. Ach, der King getötet, nur ihn. Shit. Na gut, aber wir haben Metall bekommen. Metall ist schon mal wichtig. Ja, Bekanntheitsgrad verringern. Ich brauche kein Schiff im Moment. Mehr Segelmänner! Aber du wärst noch eine leckere Beute. Und du? Ah, du kannst Stoff behalten. Sonst du? Ja, nur Rum und Zucker. Spanier und Spanier. Ach, komm. Wir verzichten mal drauf. Und gehen zur Hauptmission hin.
Wir lassen was mal fix. Ich mache das wieder offline, wie immer. Ja, immer wieder ab und zu mal ein bisschen Metall sammeln. Ist ja nicht so, dass ich ja ständig ununterbrochen hier das Game zocke, offline und ja, sondern ich habe auch noch ein Privatleben. Und nicht schon das, ich muss auch noch arbeiten gehen. Nur jetzt habe ich gerade frei, also mein Wochenende, und da nehme ich doch mal lieber wieder auf, so ungefähr, weil kommen so ein wenig ja, in den Verzug nach hinten. Und das will ich nicht. Wo sind wir denn jetzt? Hier ist eine Festung. Die haben wir schon eingenommen. Ah, ich weiß, wo wir sind ungefähr. Glaube ich doch. Nee, tut mir leid. Ich bin jetzt gerade voll. Doch, ist richtig. Ist richtig. Genau, das ist die eine Inselfestung, genau. Ja, doch, dann sind wir richtig. Wir fahren jetzt nach oben. Genau, ja. Und du? Also, was hat das? Stoff und Stoff? Ne, Stoff und Holz. Rum und Zucker. Metall. Ja. Na gut, ab dann. So, die Fracht nehmen wir noch mit, die hier auf dem Boden liegt. Steuerbord. Treib gut. Ja, sieht zweimal rum. Aus. Na, zwei Flaschen rum ist immer geil. So. Oh, jetzt wollte ich schön da so reinfahren, aber okay, so ist es natürlich auch sehr angenehm. Da ist man weg von der großen Welt und kann in Ruhe reinfahren. Sehr, sehr schön. Okay. So, hallo Assassin. Nee, halt, bevor ich zu dir hinrenne, will ich in den Tempel rein. Ich weiß, genau, dahin will ich. Ich weiß, dass ich da nämlich jetzt rein kann. Und bevor ich jetzt durch den ganz woanders auf einmal hinkomme, will ich doch schon, wenn ich schon einmal hier bin, den Tempel betreten dürfen mit euch. Er hat auch gesagt, nur wenn wir so weit sind, sollen wir herkommen. Also, noch sind wir nicht so weit. Ist okay, du darfst auch mal tauchen. So. Genau, hier war's, der Weg. Halt, hier. So, Mary konnte es leider nicht erfahren, was da drin ist. Eigentlich sehr schade. Eine andere Assassinenrüstung. Nein, nicht pfeifen. Interagieren, bitte. Maya Montour. Verleiht. Verliert. Den Abschluss. Achso, von Maya Siegel. Die Legende nach wurde diese Maya Montour mit Hilfe von Materialien der ersten Zivilisation angefertigt und kann geschossen aus Metallen ablenken. Mega geil. Mega saugeil. Vielen, vielen Dank, Myers. Eine schillernde Rüstung. Cool. So, jetzt haben wir eine schillernde Rüstung an. Ich drehe mich auch einmal um. Ja, die sieht doch nett aus. Ja, die ist nett. Da ist er. AD. Oh, ein Verwundeter.
Alles ist erlaubt. Okay. Ja, Gott, Hardy, was ist denn hier geschehen? Du bist geschehen, Edward. Der Schaden von vor 6 Jahren ist noch nicht verheilt. Es ist nicht leicht, mich zum Freund zu haben, oder? Bist du deshalb hier? Neben jemandem zu kämpfen, der so von Reichtum und Ruhm besessen ist, ist ein hartes Los, Edward. Und ich habe erkannt, dass die Assassinen und ihr Credo ein ehrenvollerer Kurs sind. War ich zu hart zu dir? Nein. Jahrelang streifte ich umher, nahm mir alles, was mir gefiel, und scherte mich nicht um die, die ich verletzte. Nun stehe ich hier, mit Reichtum und einem Ruf, doch keinen Deut klüger als einst. Und wenn ich zurückblicke auf den Kurs, den ich einschlug, so ist mir kein Mann und keine Frau geblieben, für die ich Liebe empfinde. Es ist noch Zeit, das zu ändern, Captain Kenway. Mary. Bevor sie starb, bat sie mich, alles in Ordnung zu bringen. Zu richten, was ich zerbrach. Könnt ihr mir helfen? Mary hat euch sehr gern gehabt, Edward. Sie sah etwas in eurer Haltung, das ihr Hoffnung gab. Ihr würdet euch uns eines Tages anschließen. Ei, das sagte sie. Und was haltet ihr von unserem Credo? Schwer zu sagen. Denn wenn gar nichts wahr ist, warum noch an irgendwas glauben? Und wenn wahrhaft alles erlaubt ist, warum nicht jeder Laune folgen? Ja, warum nicht? Es mag sein, dass diese Idee nur der Ursprung einer Weisheit ist, nicht seine finale Form. Ein gewaltiger Fortschritt gegenüber dem Edward, den ich vor vielen Jahren traf. Okay. Also, was denkt ihr? Ich muss mich noch daran gewöhnen. Der zweite Angriff diesen Monat. Ich hätte schon vor Jahren umsiedeln sollen. Ich habe das alles zu verantworten. Doch nun werde ich euch beistehen. Es bedarf mehr als ein paar Gefallen, um ein wahrer Assassine zu sein, Edward. Ein Schritt nach dem anderen. Ja, da gibt's keine Kapuze mehr, Edward. Okay. Ja, wir tun das. Ein weiterer Angriff. Komm. Okay. Zum Strand! Ja, das tun wir erstmal herstellen. Für mehr Wurfbeutel. Ein paar Wurfdinger tun wir auch noch mal herstellen, damit wir wenigstens 10 haben. So. Okay. Bleibt nah, Edward. Folgt mir nach. Ja. Ich muss da wieder hoch. Bitte nicht den töten. Ah! 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 Ah!
Okay. Mist, der ist tot. Fuck. Aber wir können die Wurfpfeile werfen. Und die Leute ranziehen. Schön, dich hier zu sehen, Bruder. Schnell und sauber, Edward. Sie verdienen einen gnädigen Tod. Ah, Mist. Mantenerlo rodeado. Es inútil. No escapará. ¡Hazte prisa! ¡No lo perdáis! ¡Ah, Mist! ¡Disparadle por el flanco! Erstmal kontern. Mist, die Bombe. Nein. Okay. Den Kapitän eliminieren. Findet den Mann, der diesen Angriff führte. Tötet ihn! Der Feigling versteckt sich auf seinem Schiff. Keep the fact! Ah, ríndete! No puedes escapar! So, dich hole ich mir auf. Okay. Puedo disparar. Te entrajemos. Tengo mi línea de tiro. Punto de mira. Okay. So. ¿Creías que no te veríamos? ¡Coged al cerdo! ¡Eh! ¿A dónde te crees que vas? ¡Esa rata está a tiro! ¡Alto ahí! ¡Lo cogeremos, chicos! So, ajá, ihr geht alle weg. Mist. Jetzt stirb du. Ach, so. Jetzt will ich dich erst töten. Acorralarlo.
Stirb! Endlich ist der Bastard tot. Wachen mit Hilfe eines Wurfpfeils hängen. Ja, keine Ahnung. Krieg ich noch hin, krieg ich noch hin. Keine Lust, hatte keine Lust zu lesen, gebe ich ehrlich zu. Vielleicht hätte ich A-W-S-A-D drücken müssen irgendwie. Ja, genug, obwohl je Tel Abishan. Auch diesmal habt ihr unseren Dank, Edward. Nun seid ihr willkommen. Hab Dank, Sir. Ich ruhe mich etwas aus vor der Weiterreise, wenn ich darf. Wie geht's Ihrem Kind? Nein. Sie ist sehr stark, aber nicht unbesiegbar. Edward. Es tut mir schrecklich leid. Wäre ich noch im Kerker, hätten sie ihn mir abgenommen. Aber er würde noch leben. Vielleicht will Gott mir damit sagen, ich sei nicht bereit, eine Mutter zu sein. So wie ich mich aufhöre. Fluchen und trinken und kämpfen. Du hast ein Kämpferherz, Ei. Im Kerker hörte ich Geschichten von der großen Anne Bonny und Mary Read, die es mit der ganzen Royal Navy aufnahmen. Nur ihr beide. Das ist wahr. Und wir hätten gewonnen, wenn Jack und die Jungs nicht betrunken unter Deck gelegen hätten. Ach, Edward. Alle sind fort, nicht wahr? Mary, Rackham, Thatch. Und der Rest? Ich vermisse sie sehr. So rau es auch war. Spürst du das auch? Diese Leere im Innern? Tu ich. Teufel auch, das tu ich. Ja. Alle raffen sie dahin. Aber so ist der Lauf der Dinge. Manche sterben, manche nicht. Also. Ja, nicht durch hohes Alter, sondern. Ich weiß sehr wohl, wie meine Ziele aussehen. Doch wie finde ich sie? Wir haben Spione und Helfer in jeder Stadt. Besucht unsere Büros, dort bekommt ihr Hilfe. Das gilt für Torres und Rogers. Doch Bartholomew Roberts ist nicht in einer Stadt. Das kann Monate dauern. Oder Jahre. Doch ihr seid talentiert und habt Qualität, Captain Kenway. Ich glaube, ihr findet ihn. Und wenn du Hilfe brauchst, kannst du dich jederzeit auf deinen Quartiermeister verlassen. Quartiermeister! Okay. Wie lautet unser Kurs? Nach Westen, Captain, sofern Kingston noch unser Ziel ist. Das ist es, Miss Bonnie. Den Befehl. Anker lichten und Segel setzen, Männer. Wir segeln nach Jamaika. Auf nach Jamaika. Bring die Hauptsegel in den... Wie fühlt es sich an, so laut zu brüllen? Ich war schon lauter. Und zu Männern auch gröber. Hinter der Theke im Old Avery, meinst du? Ja, unter anderem. Außerdem bin ich mit Mary und Rackham gesegelt. Vergiss das nicht. Natürlich. Mary hat sich um das Schiff gekümmert. Jack erledigte das Trinken. Hat Mary... Hat sie dir je verraten, wer der Vater des Kindes war? Es war ein junger Bursche. Ein Seemann auf unserer letzten Fahrt. Arme Kerl kam im Kampf ums Leben. Der einzige Mann nüchtern genug, sich zu wehren. Es gibt so vieles, was ich von ihr nicht wusste. Ich hieß sie einen Freund. Doch war ich auch einer für sie? Sie hielt große Stücke auf dich. Gut, das zu hören. Feuer! Alle Segel raffen! Feuer! Feuer!
Schwachstelle ist ungeschützt. Feuer! Schießt! Runter auf den Grund. Genau, runter mit euch, so. Keine Lust. Öffnet die Hauptsegel. Zu erobern. Thomas, Kappsegel! Uns geht hier vorne das Pulver aus. Dann besorgt euch schnell. Feuer! Sir, das wird sie versenken. Bereit zu feuern, Sir. So. Top! Bram! Marssegel! Ja. Er wollte an Nicht Mary heiraten. Hat man gemerkt. Nun ist sie tot. Na, vielleicht hat er sie an der Seite dann jetzt eben halt stattdessen. Aber ich sehe gerade, hier gibt es endlich Metall, was ich stundenlang letztes Mal gesucht habe, wie so ein Bekloppter so richtig. Und jetzt kommen sie alle mit ihrem Metallkack raus, ja? Was soll denn das, Jungs? Was soll das? Feuer! Schiffsverfolgung! Kanone bereit! Feuer! Haltet euch fest! Achtung, wir schossen zusammen! Ja! Sieht sie anders aus! Kann ich meinen Bekanntheitsgrad mal verringern. Knüppelhart. Knüppelhart. Gut, Bekanntheitsgrad natürlich verringern und dann weiter geht's. Wir haben jetzt wirklich alles, was wir brauchten, gemacht. Halbes Segel, fangt etwas mit ein. Im Grunde genommen heißt es jetzt eigentlich nur noch. Wir haben jetzt genug Material, um das Schiff aufzurüsten, Captain. Ja, ich weiß, aber nicht um. Genug Metall. Alle Segel, Bewegung! Aber jetzt können wir eben halt zur Mission fahren. Ach so, gleich hier. Warte mal, da können wir doch schnell reisen. Besten ist er. Auf 15.000 bin ich schon gelandet. Bin ich nicht gut? Ha! Mann. Okay. Ja, ich weiß, Eigenlob stinkt total. Müsste mich auch glatt wieder waschen. So, aber jetzt gehen wir halt zur Mission hin. Mein Freund! Ne, ich will nicht untertauchen. Ich will weiter zur Mission. So. Okay. Captain Kenway. Ihr habt etwas für mich? Den Aufenthaltsort des Templers Woods Rogers. Der ist auf einer kleinen politischen Feier, also seid leise. Man munkelt, King George bestellt Rogers zurück nach London. Ei, unzufrieden mit seinem Fortschritt in Nassau. Weil es immer noch zu viele Piraten gibt, habe ich gehört. Du musst dich verkleiden, um die Puderquasten auf der Feier zu täuschen. Ich schlage diesen Diplomaten vor. Ruggiero Ferraro. Der steht schon lange auf unserer Liste. Ich verstehe. Sendet ihr das hier nach England für mich? Ei. Morgen läuft ein Schiff aus. Caroline Scott Kenway, Hawkins Lane, Bristol. Ah ja. Edward, du hast keine Kapuze mehr. Na gut. Keine Waffen, kein gar nichts, nichts. Nur meine Klinge. Okay. Das kriegen wir doch hin. Aber das stimmt wirklich. Bisher durfte ich mich eben halt rumballern wie ein Berserker. Der ist gleich hier vorne. Ich sehe es schon. Wir gehen. Wenn ich habe... Va bene. Ich bin bereit. Gehen. To a man. For what?
Okay, ich soll ihn verfolgen. Ich verfolge ihn erstmal ganz in Ruhe. Ah, diese Stadt besitzt keinerlei Schönheit, keinerlei Lebensfreude, kein ästhetischer Plan. Ihr lauft herum wie die Tiere, wie das Vieh, ohne jeglichen Anstand. Mhm. Will er uns sagen, dass wir nur Tiere sind? Idiot. Ihr seid alle Idioten. Warum ihr Engländer glaubt, ihr könntet die Welt beherrschen, ist mir schleierhaft. Naja, für einen Italiener ist es schwer zu verstehen, ich weiß. Aber England und Amerika, das wird eine der leider der größten Nationen. Für einen gewissen Zeitraum. Geben. Preise den für importierte Warte. Folgt mir. Er trinkt schon mehr als einmal im Monat Rum. Mio Dio, es ist wieder. Ja, komm mal her. Ach Mist, jetzt läuft er weiter. Bastardo, ich habe mich verlaufen. Wie kümmerlich diese Stadt doch ist. Nur gerade Linien und fantasielose Blöcke und dennoch kein Sinn für Ordnung. Oh, ich vermisse die warmen, gewundenen Straßen von Firenze. Ich vermisse die Kultur. Ja, Enzio Oritore. Diese teuflische Hitze. Ich nehme noch ein Schlückchen, glaube ich. Das trifft den. Nein. Verdammt. Va bene. Ich bin bereit. Gehen wir. Get home. Er wird gleich feststellen, dass keiner mehr da ist. Ah, diese Stadt besitzt keinerlei Schönheit, keinerlei Lebensfreude, kein ästhetischer Plan. Ich hätte nicht auch, dass seine Leute da tot liegen? Wie Tiere, wie das Vieh, ohne jeglichen Anstand. Ich weiß, dass du kommst. Ah ja, zu weit entfernt. Ich muss nur einen Punkt finden, dass er wieder kommt. So. Hä? Na! Wo kommt der denn her? Va bene. Ich bin bereit. Gehen wir. Ah!
shop anywhere else, good folk. Just after me to get all caught in the middle of... Gucken. 40 Meter, das ist Maximum. Hier lauft er rum wie Tier. Sieh das Vieh ohne jeglichen Anstand. Okay. Idiot. Ihr seid alle Idioten. Warum? Glaubt ihr, könntet ihr das? So. Jetzt warte ich einfach mal ab. Komm. Komm. Preise den Herren für importierte Weine. Yes. Okay, ich habe... Ach so, der wäre zum Friedhof gelaufen. Um jemand zu betrauern. Jetzt ist es zu spät. Jetzt bin ich ein ganz schicker Mann. Ein italienischer. Okay. Salve. Bitte verzeiht mir meine Verspätung. Ich bin Ruggiero Ferraro. I'm Mr. Ferraro. Kein Problem. Mr. Ferraro. Ah, Ferrari. Ladies and Gentlemen. Einen Toast auf meine kurze Zeit als Gouverneur der Bahamas. Denn unter meiner Führung haben stolze 300 Piraten das Generalpardon akzeptiert und der Krone die Treue geschworen. Und doch, trotz all meiner Erfolge beliebt seine Majestät mich zu entlassen und beruft mich zurück nach England. Bravo. Gott segne, Fatzke. Darum, hurra! Hurra auf die ehrlosen und ignoranten Schnösel, die mit einem Stock im Arsch die Welt regieren! Hurra! Ihr seid Mr. Ferraro, oder nicht? Ich habe nicht die geringste Ahnung und ich habe sicher nicht vor, sie danach grazie, zu fragen. Wir trennten uns vor beinahe fünf Jahren. Ich kann dasselbe von euch sagen. Sehr gut, wirklich. Bitte verzeiht meine Neugier, Governor. Vielleicht bin ich später freundlicher, wenn sich mein Verstand verabschiedet hat. Guten Tag, Freund. Machte weiter. So. Du warst selbst ein Freibeuter. Warum hast du so wenig Respekt vor Männern, die nur ihren eigenen Weg gehen wollen? Du wirst meine Gründe niemals verstehen können, Cretin. Du, der du im Leben immer nur zerstört hast, was unsere Zivilisation groß macht. Ich kann es verstehen. Ich sah das Observatorium und kenne seine Macht. Du würdest damit doch nur spionieren, erpressen und sabotieren. Ja. Und alles für einen höheren Zweck. Für die Gerechtigkeit. Um Lügen zu ersticken und Wahrheit zu suchen. Kein Mensch auf Erden braucht eine solche Macht. Und doch erträgst du es, dass Roberts es nutzt. Nein. Ich hole es zurück. Und wenn du mir sagst, wo er ist... Halte ich ihn auf. Hier,
Am Ende der Klinge finde ich doch noch einen Freund in dir. Principe, verrückter Hund. Unsere Quellen sagen, Principe. Eine Revolte? Was geht hier vor? Okay. Okay, wir haben es geschafft. Ohne großes Aufsehen. Puh. Jetzt wissen wir, dass er Prinz Felipe irgendwo, also irgendwo in Spanien bestimmt. Und naja. Jetzt lief doch alles gut. Ich hab gerade so scheiße Schluck auf. Entschuldigung. Erledigt. Wohin jetzt? Pack deine 7 Sachen, wir segeln nach Afrika. Den Diplomaten aus einem... Achso, den ich jetzt die Kleidung anhabe, von den Italiener und von einer Bank aus. Ja, okay, naja. Ist egal. Ach, das ist wieder so ein Assassinenauftrag, hä? Templerjagd, ja, klar. Ja, okay, gut. Da hinten hin. Okay. Das heißt, wir reisen hier fix hin. Und fahren ab nach Afrika. 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 Wieder Afrika. Okay. Einmal. Segel setzen! Bewegung! Vorwärts. Genau. An die Leinen! Hauptsegel setzen! Nach Metall. 50 Metall, das wären schon mal 150. Mehr Segel! Alle Segel! Na gut, wir die Bremssegel schippern jetzt erstmal nach Afrika. So, der dürfte uns ja gar nicht angreifen wollen, weil wir Richtung gar nicht reinfahren, sondern nur weg. So müsste es ja sein, genau. Okay. So, drauf zusteuern und jetzt fahren wir nach Afrika in die Richtung. Ja. Wisst ihr was? Wir machen Folgendes, ja? Wir werden jetzt hier beenden, ja? Diese lange Überfahrt wäre sonst zu lang, ja? Okay. Bis dahin wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Abend und wir schauen wieder rein, wie wir halt Afrika erreicht haben. Okay? Also bis dahin, euch noch einen schönen Abend und erstmal ciao, ciao euch.